Wie krass sieht das denn aus, bitte? Ich glaube, das bin doch ich, Leute. Ich habe ein neues Outfit. Ui, ich möchte euch nicht hauen. Oh, was? 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 Warum lädt es jetzt? Hä? Was? Wo bin ich gerade? Hä? What? Bin ich gerade wirklich in einem... Was geht? Kann ich hier bei Apps und Games? Und Leute, ich bin heute in Tokaboka. Und heute habe ich für euch ein paar Mythen, die ich mal mir angucken werde. Aber Leute, sofort, wir gehen gleich zu den Mythen. Weil Leute, ich habe gerade was entdeckt. Neues entdeckt. Wir haben neue Klamotten in Tokaboka. Wir haben neue Klamotten in Tokaboka. Und ja, das... Das eine werde ich auf jeden Fall mal tragen. Also ich werde gleich einfach nur meinen ganzen Style, meinen ganzen Umstyling machen, weil ich meine, warum auch nicht, kann ich doch alles machen. Und zwar, Leute, wir haben nicht nur neue Klamotten, wir haben neue Frisur, Leute. Einfach nur cool. Erstens, das ist die erste Frisur, extrem schön. Und die zweite Frisur, da die liebe ich einfach nur, weil es... Who is it? Bin ich das? Das sieht doch perfekt aus, das passt so perfekt zu mir. Ich bin so froh, das zu haben. Das sieht extrem gut aus. Deswegen, Leute, ich lasse es. Das ist meine Frisur. Das ist meine Frisur. Und Leute, natürlich neue Sachen, neue Klamotten. Das hier, was auch immer das hier ist, auch schön. Ich mag es, dass das halt so alles so ein Vibe hat, so ein Flieder, so lila. Finde ich nur super. Ja. Wow, ich mag Pink. Okay, lila meine ich. Leute, natürlich, wir haben noch ein Outfit, so ein bisschen mehr so Punk-mäßig, so ein bisschen Gothic, mit ein bisschen Grau. Dann haben wir eben so ein Outfit. Ach, alles neu, Leute, alles neu. Und das hier, wie cool sieht das denn aus? Das sieht so richtig Ellie-mäßig aus, oder? Sieht nach Ellie aus, irgendwie. Oha, ich habe da was Besseres, was wie Ellie aussieht. Das ist doch Ellie, oder? Das ist doch Ellie. Oh mein Gott, guck mal, Leute. Wie cool sieht das denn aus? Oh mein Gott, ich liebe es. Oh mein Gott. Ah. Einfach neue Sachen entdeckt, Leute. Und natürlich haben wir auch noch, ich glaube, hier haben wir auch noch was. Also diesen Outfit. Oh, das sieht extrem gut aus. Ich liebe das. Boah, mega. Wie habe ich das gemacht? Das ist ein bisschen. Ich habe nur sehr viel Schwarz an. Aber so ein bisschen. Boah, ich... Oh. Erstens das. Wie cool sieht das aus? Zweitens das. Drittens das. Leute, ich würde... Das ist alles kostenlos, ne? Das ist alles kostenlos. Das könnt ihr... Das habt ihr alles auch. Wie krass sieht das denn aus, bitte? Das liebe ich total. Boah, ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Möchte ich das haben? Oder möchte ich das haben? Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Ich glaube, sowas ist, glaube ich, mehr so ich. Habe ich das Gefühl, sowas mehr. Das sieht auch schön aus. Das ist mehr ich. Habe ich das Gefühl. Ist das auch neu? Ist das ein Sport? Okay, wir haben so viel Neues gekriegt, Leute. Das ist extrem krass. Oha. Okay, warte mal. Okay, bei den Hüten haben wir gerade noch nichts. Habe ich nichts Neues gefunden. Irgendwas anderes Neues? Warte mal. Nee, habe ich das Gefühl, hier ist, glaube ich, nichts Neues tatsächlich. Aber ich glaube, das reicht doch schon, ne? Leute, das reicht doch schon, wenn wir einfach nur... Wenn es einfach nur so schön aussieht. Okay, ich werde jetzt mal ganz kurz... Das anhaben, was ich sonst anhatte. Was hatte ich denn? Und so sah ich aus, ne? Das war ja quasi ich. Schwierig. Vielleicht doch einen anderen Outfit. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, das sieht besser aus. Ich glaube, das bin doch ich. Ich glaube, das bin doch ich, Leute. Ich habe ein neues Outfit. Ui, ich möchte euch nicht hauen. Ich habe ein neues Outfit, Leute. Und das ist wirklich, es ist wirklich gratis, Leute. Es ist kostenlos. Also deswegen, ihr habt das auch besser wahrscheinlich. Und deswegen, bitte schaut mal nach. Das sieht extrem gut aus. Und Leute, ich habe jetzt 4 Minuten einfach nur durchgeballert. Durchgelabert mit diesem neuen Update. Und deswegen, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach nur erstmal zu den wunderschönen Mythen, die wir hier haben heute. Und zwar, Leute, aber ich habe für euch ein paar Mythen. Und zwar, also es ist, glaube ich, ein Lifehack oder ein Secret, was ich bisher nicht kannte. Und ich weiß es nicht, ob es so funktioniert, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Anscheinend im Pompom-Haus. Nee, war das nicht? Das war nicht im Pompom-Haus. Das war hier in dem Chili Buns, glaube ich. Da war ganz rechts so ein
wie soll ich sagen, so ein, was war das denn? So ein Supermarkt, so ein Geschäft, so ein Laden mit verschiedenen so Skisachen. Und angeblich da gibt es irgendwo einen Knopf. Ja, hier. Ich dachte gerade so, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, wo ist mein Charakter? Ich möchte meinen Charakter gerne haben. Katja. Katja ist da. Oh mein Gott, das sieht extrem gut aus. Ich mag es total, wie ich aussehe. I love it. Das sieht extrem gut aus. Mag ich total. Das sieht doch nach mir aus, oder? Nein? Okay. Alles gut. Ich bin sauer, alles in Ordnung. Ja, Leute, okay. Angeblich hier, irgendwo in dieser Schaufensterpuppe, gibt es irgendwo... Oh, erstens. Oha, was ist das? Oh, wie süß das aussieht. Ich mag das total. Und zweitens... Wir haben hier wirklich einen Knopf. Warte mal. Oha, okay. Das... Oh mein Gott, wie cool dieser Rucksack aussieht. Oh mein Gott, wir haben hier extrem ja viele Sachen. Warte mal, was haben wir als noch einen Rucksack? Oha, krass. So, das ist eine Lampe. Das ist eine Lampe. Lost and found, also quasi das, was gefunden wurde und dann jetzt wieder hier hingepackt wurde. Ah, so ein Astronautenhelm. Warte mal, hör mal. Und... Ah! Oha, wie krass ist das denn? Wie cool, Leute. Es gibt einfach nur so noch verschiedene Skateboards. Auf jeden Fall noch eine Mütze. Kann ich jetzt gerade nicht anhaben, weil ich zu vieles anhabe. Und ein paar irgendwelche schöne Sachen, die wir hier haben. Cool. Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass es hier sowas Cooles gibt. Ich mag es total. Sieht extrem gut aus. Okay, das bräuchte ich jetzt alle nicht. Jetzt habe ich hier ein bisschen Mess gemacht. Also ein bisschen zu süßer gekleckert, sagen wir mal so. Leute, aber das hat funktioniert. Also das ist auf jeden Fall ein Mythos, was ich auf jeden Fall sehr... Ich wusste das einfach nicht. Ich wusste nicht, dass es einen Knopf gibt. Warum will ich überall wissen, wo Knöpfe sind? Leute, ich glaube, ihr müsst doch vielleicht mal reingucken. Das ist auf jeden Fall... Es gibt auf jeden Fall auch noch einen Mythos. Auch in die ganzen Location, in den gleichen Locations, in der gleichen Location, mit dem Tannenbaum. Es gibt angeblich auch irgendwo einen Knopf, was den Tannenbaum so schmückt. Ich glaube, das stimmt, aber ich hatte einfach nur gar keine Ahnung davon. Ja, Tannenbaum sah für mich immer so aus. Hier ist einfach nur ein Knopf und dieser Typ ist einfach nur durchsichtig. Wie krass ist das denn? Ist einfach nur durchsichtig und ich habe es nie gesehen, dass da ein Knopf ist. Katjana? Mhm. Ah, und jetzt sieht es extrem süß aus mit extrem vielen Geschenken. Ich finde es hier richtig nice. Sieht extrem süß aus. Oha, wie krass sind ja Geschenke für... Das ist ja für Rita, das ist für Nari, das ist für... Ich weiß nicht, wie die anderen heißt. Leo? Ja, Leute, ich fand es gerade... Oh, okay, alles klar. Also, Leute, wir haben hier auf jeden Fall einen Knopf, wovon ich nicht wusste, wo ich einfach noch gesagt habe, hätte... Okay, nicht ein Knopf. Da ist ein Knopf, was? Warum ist da ein Knopf? Keine Ahnung. Gar keine Ahnung, Leute. So, ich würde sagen, wir gehen zu dem nächsten Mythos. Und zwar, es ist... Boah, ich glaube irgendwie so... Ich bin gerade die ganze Zeit nur an den gleichen Location, weil ich habe tatsächlich diese Winterlocation auch nicht ganz... Sehr viele Häuser, ich kenne die schon alle, aber zum Beispiel, ich bin bei sehr vielen nicht. Und angeblich hier, das ist eine Zahnarztpraxis. Und da haben wir Zähne, so riesige Zähne, die man putzen muss und da kommt irgendwas raus. Diese? Wie soll da was rauskommen? Ach, dieser Junge ist hier vorne. Okay, wusste ich gar nicht. Ich habe den Jungen die ganze Zeit gesehen. Oh, es gehört irgendwas für Lisa. Oh, das ist ein Zahn von Lisa. Wo ist Lisa? Bist du das? Nein? Okay, alles klar. Zahnarztpraxis sieht ein bisschen komisch aus, ne? Sieht ein bisschen... Ich habe Angst. Vor allem davon. Was ist das? Das ist so... Oh, ich habe es weggeschmissen. Ja, na klar, natürlich. Ja, okay. Also, ich nehme jetzt... Oh! Hä? What? Warum funktioniert das? Wir haben hier einen Diamant. Oha! Und eine Maus mit einem Zahn auf dem Rücken? Was? Krass! Krass, wie viel es hier einfach nur gibt, Leute. Es ist so cool. Hä? Oh, oha, das sind so... Ach so, das sind so Sachen, die halt in die Zähne so rauspacken. Oha, oh mein Gott, ich bin... Ich
Man merkt total, dass ich überhaupt nicht diese Location war, dass ich das überhaupt nicht kenne. Und ich bin, oh Gott. Leute, das sieht ja extrem gut aus hier. Ich mag das total. Habt ihr Angst vor Zahnärzten eigentlich? Also, ich habe keine Angst, theoretisch. Aber ich finde es auch ein bisschen unangenehm. Das ist ja auch, glaube ich, normal, wenn man es ein bisschen unangenehm findet. Deswegen ist es alles in Ordnung. Ja, Leute, aber ich habe tatsächlich bei dem letzten Jahr mal schon eigentlich euch gezeigt habe, dass es in Tokabuka sehr viele Geister gibt. Also nicht sehr viele, sondern ich habe 3 insgesamt. Also Toilettenpapiergeist, Slothgeist, also so ein Faultiergeist und ein Katzengeist tatsächlich. Es gibt 3 Geister, die extrem interessant aussehen. Aber Leute, was ich auch noch euch zeigen wollte, vielleicht kennt ihr das, aber ich kenne das auch tatsächlich, aber ich möchte es einfach noch zeigen, weil ich es interessant finde. Also hier auf dieser Location gibt es ja so ein, das ist extrem komisch und extrem creepy, sagen wir mal so. Da hast du jetzt hier 83, dann würde ich tatsächlich ein bisschen Angst haben. Aber natürlich ist es so, dass, es ist gerade noch nicht, ja, es ist halt. Ja, Leute, vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich nachts oder abends irgendwie Tokabuka spiele und vielleicht passiert da was Komisches, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Leute, okay, das hat nichts damit zu tun, aber ich habe hier einfach nur, Leute, man hat hier einfach nur so ein, wie krass ist das denn? Man kann sich da draufsetzen. Ich bin einfach nur eine Hexe. Es ist aber nicht, ich wollte das eigentlich nicht zeigen, Leute. Aber hier, muss ich nachts machen? Weiß ich nicht. Weil hier in diesem Baum ist ja theoretisch, ich muss mich da drauf irgendwas machen. Und ich muss diese Sache hier... Oha! Das ist keine Sonne. Und das ist kein Mond. Das ist ein Vollmond, Leute. Das ist ein Vollmond. Und sieht so gut aus. Also, das Ding ist, Leute, anscheinend, erstens, die Typität hier, das ist, diese ganze Location ist extrem seltsam. Und Leute, das ist auch extrem seltsam, wenn man quasi hier rauskommt aus der Location. Denn dieses Vollmond ist dann quasi immer noch da. Ja. Seht ihr das gerade, Leute? Es ist immer noch da. Aber ich frage mich gerade, was ist, wenn ich jetzt in eine andere Location reingehe? Sehe ich das auch so? Sehe ich da immer noch diesen Vollmond? Das wäre doch ein Mythos, was ich auf jeden Fall mal testen möchte. Sieht das dann immer noch so aus? Oder sehe ich ganz normal Mond? Oha, Leute! Ich sehe da diesen Vollmond. Krass. Okay, Leute. Also, falls ihr unbedingt diesen Mond haben möchtet, dann bitte nicht auf Sonne gehen. Weil, guck mal, Leute, wenn ihr auf Sonne geht, also wenn ihr normal ganz normalen Tag macht, wenn ihr wieder Nacht macht, dann ist es ganz normaler Mond. Es ist ganz normal, wie immer das auch gemacht. Deswegen, Leute, falls ihr das auf jeden Fall behalten möchtet und vielleicht, weiß ich nicht, für irgendwelche Stories oder so oder was auch immer, dann auf jeden Fall nicht auf die Sonne klicken, also nicht auf den Vollmond klicken, weil es extrem gut aussieht. Also ich mag es total. Sieht extrem auch creepy, spoopy, creepy, was auch immer. Leute, und ich würde mal sagen, zu guter Letzt habe ich auch noch einen Mythos, was ich wirklich nicht denke, dass es funktioniert. Das ist einfach nur irgendwas ganz Komisches, aber wir gucken ja erstmal, das ist ja alles in Ordnung. Also, auf der Müllheide quasi, da muss man quasi ein paar Sachen machen, damit man... Also das gibt ja quasi... Leute, ich zeige es euch mal. Es gibt ja quasi hier in dieser Garage, gibt es ja so eine Stange nach oben oder so. Und da angeblich sollte irgendwie so ein geheimer Raum sein. Was ich wirklich... Was auch immer. Und angeblich funktioniert es wirklich, wenn wir ein paar Sachen machen hier. Und zwar sollten wir erstmal diese ganzen... Regale zumachen. Ganz zumachen. Das sind ja 3 Regale. Wir haben die zugemacht. Okay. Wir nehmen Nari und wir nehmen Futter für Naris Charakter. Charakter? Nee, Haustier. Wir stellen es hier hin. Wir kriegen auch ein Naris Haustier, was extrem groß sich machen kann. Auf jeden Fall alles gut. Wir machen es wieder alles zu. Wir haben hier Nari und wir haben hier ja extrem viel Müll. Das ist ja Müllheide, das ist in Ordnung, das passt. Wir haben Müll, wir haben Brille, wir haben alles Mögliche. Diesen ganzen Müll sammeln wir jetzt und wir müssen in diesen Mülleimer das wegschmeißen. Ich glaube, hier haben wir nichts mehr.
Warum bist du denn auf? Ich wollte dich nicht aufmachen. So, Müll einfach nur alles wegschmeißen, Leute. Einfach nur wegschmeißen. Und angeblich ist es ein Must. Also wir müssen es auf jeden Fall machen, damit wir in dieses Secret-Raum reingehen. So, okay, sieht leer aus. Kein Müll, kein Müll, kein Müll, kein Müll. Alles gut. Wir gehen jetzt mit Nari. Ich glaube, unser Haustier brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir gehen jetzt mit Nari hier rein. Und wir müssen uns quasi irgendwie da reinbuggen, damit wir in diesen Raum danach nach da oben kommen. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das wirklich funktionieren soll. Deswegen, wir versuchen es erstmal. Okay. Oh, wie cool. Der Charakter ist ja so richtig so, geht da ganz, ganz schön nach unten. Ich mag das total. Sieht extrem gut aus. Aber Leute, okay, wir müssen jetzt den Charakter so richtig dahin. Okay, warte mal, das hat nicht funktioniert. Vielleicht noch einmal. Noch einmal und noch einmal und ja. Ja, oh. Oh. Oh, was? Was? Warum lädt es jetzt? Hä? Hä? Es wird gespeichert? Oh, es hat ja funktioniert. Ich bin... Was? Wo bin ich gerade? Hä? What? Bin ich gerade wirklich in einem... Oha! Was passiert denn hier alles? Wo gehe ich denn alles hin? Wie krass ist das denn? Hä? Okay. Es ist ja wirklich so ein Secret-Raum. Und oh mein Gott, es gibt so viele coole Sachen hier. Was ist das denn alles? Hä, warte mal, ich gehe mal einfach nur weiter. Oha, noch verschiedene neue Charaktere. Wir haben neue Charaktere, Leute. Wir haben neue Charaktere. Oh, wie krass ist das denn? Oha. Oh mein Gott, wie riesig das einfach ist. Das ist so ein... Ah, wie krass. Wie krass. Wisst ihr, was noch krass ist, Leute? Dass es alles nicht echt ist. Ja, Leute, das ist Mega World. Das ist nicht Tokaboka. Ich dachte, ich mache mal ganz kurz Prank, dass es wirklich funktioniert hat. Ich glaube, man merkt das auch, dass es einfach nur, dass es ein anderes Spiel ist, Leute. Das ist Mega World. Ich habe es auch mal getestet. Sieht aber so ähnlich aus wie Tokaboka. Deswegen fand ich, das wäre auch so interessant, das mal noch so testen, ne? Ja, Leute, nee, das war einfach nur alles ein Prank. Das funktioniert leider nicht. Also, eigentlich in Tokaboka hier, Leute, bin ich ja auch hier gerade im Spiel. Es funktioniert nicht. Ich bin nicht in einem geheimen Raum. Das hat auf jeden Fall nicht gut geklappt, Leute. Sorry für den Prank. Vielleicht fandet ihr das gerade extrem interessant. Und vielleicht es wäre doch richtig cool, wenn die Leute aus Tokaboka-Team auf jeden Fall das mal einfügen könnten. Weil ich finde es einfach nur interessant. Ich finde es einfach nur interessant. Ich finde es einfach nur extrem cool. Deswegen wir brauchen noch mehr Secret Rooms. Wir brauchen noch mehr Secret Sachen, die wir kriegen können. Leute, jawohl, mit diesem kleinen Prank sage ich euch mal erstmal Tschüss, weil, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glocke aktivieren, oh, nicht vergessen, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss! Also, wenn ihr das nicht wusstet, wusste ich auch nicht, hinter der Wand ein Faultier, was ist das? Guck mal, ich habe ein Faultier mit der Bart und mit einem Hut. Was geht? Kann ich hier beispielsweise bei Apps und Games? Und Leute, ich bin heute dabei, um ein paar Lifehacks für euch mal rauszusuchen. Oder vielleicht ein paar Mythen, vielleicht ein paar Secrets oder so. Wir haben alles hier in Tokaboka. Und erstmal, Leute, ich würde mal starten mit dem Gratisgeschenk. Ja, ich weiß, es ist kein Freitag und es ist schon lange kein Freitag, Leute. Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe es einfach noch nicht nachgeguckt. Ich habe es nicht nachgeguckt, Leute. Ich hatte am Freitag Geburtstag und da hatte ich ein bisschen... nicht gefeiert, ich war... egal. Egal, Leute. Deswegen, ich dachte mir einfach nur, ich öffne jetzt mal einfach nur ein gratis Geschenk, weil ich meine, warum auch nicht. Und genau, ich würde mal sagen, wir starten erstmal. Also, ich würde jetzt nicht mehr irgendwie so mit meinem Charakter oder so rumgehen. Ich würde einfach nur mal sofort starten. Das ist was Goldenes, was Großes, was Schönes. Oh! Hat mir... Ach so! Ich dachte gerade... Hatten wir das nicht? Aber nein, Leute, das ist ja das, was ich ja schon mal erzählt habe, was als nächstes kommen wird. Und zwar ist es diese wunderschöne Mütze, Brillen, oh mein Gott, wie süß das aussieht, eine Wasserflasche natürlich, Leute, und eine Tasche, eine extra Tasche, wie cool ist die? Die sieht extrem gut aus. Leute, da bin ich ja dabei, die Brille, richtig schön. Wir haben hier ein Skateboard, oh, mit einer Katze. Sieht ja richtig gut aus.
Okay, ja. Ja, vielleicht habe ich, vielleicht sollte ich meine ganzen Sachen hier raus. Kopfhörer, weg damit. Die Mütze, ja, ist gerade, glaube ich, ein bisschen schlecht mit meiner. Mit meinen. Nein, die Mütze fahre ich weg. Ein bisschen schlecht mit meinen Buns. Mit meinen Space Buns, die ich da habe. Die Tasche ist aber extrem süß. Und guck mal, wie süß das einfach nur aussieht mit so einer Tasche. Die Brille und die Wasserflasche. Die Wasserflasche. Natürlich kann ich da trinken. Sieht extrem gut aus. Also, das habe ich ja schon mal gezeigt, dass es auf jeden Fall kommen wird, Leute. Deswegen, es ist ja nichts. Nichts Spannendes. Ich würde mal sagen, Leute, wir gehen einfach nur ganz weg davon. Und. Wir gucken erstmal, was wir noch alles haben. Wir haben in diesem wunderschönen kleinen Haus, gibt es ja da so einen Diamant, was auf jeden Fall rot leuchtet. Also ich glaube, das ist komplett egal, was für einen Diamant wir nehmen, aber einfach nur so da halt. Da, wo ich das gesehen habe, wurde genau das hier genommen. Deswegen dachte ich, ich mache das jetzt. Das ist eine von den ganzen alten Sachen, Locations, die wir haben. Hier ist auf jeden Fall ein Diamant. Das werden wir jetzt gleich mitnehmen von unserer wunderschönen Katja. Und wir gehen... entweder gehen wir in die Luxusvilla oder in das Holiday in the Summer House. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, welche Beach House. Pool House. Also, irgendein Haus mit dem Pool, was wir auf jeden Fall brauchen. Ich würde mal sagen, ja, ich gehe einfach mal in die Luxusvilla. Das Ding ist, ich war schon lange hier nicht unbedingt in meinen Häusern, deswegen weiß ich einfach noch nicht, was da drin ist. Ich habe gar keine Ahnung. Deswegen gucken wir erstmal, was da alles drin ist. Oh, was habe ich da denn gebaut? Stimmt. Was ist das hier eigentlich? Seht ihr das gerade? Es ist so, ganz rechts habe ich einfach so ab. Okay. Ja, das ignorieren wir mal. Leute, ich brauche nämlich erstmal Nacht und ich brauche einfach nur irgendein so eine Luftmatratze, so ein Lufttierchen, wie Eva sie nennt. Matratze eigentlich. Die ein bisschen, es ist mir eigentlich, ich glaube diese hier. Ja, so eine Luftmatratze sieht doch ganz gut aus. Okay, das, euch packe ich auch weg. Ich muss ein bisschen dunkel sein. Relativ dunkel, so dunkel wie es geht. Alles klar, das sieht doch gut aus. Wir brauchen unser Diamant. Ich hoffe, dass das da ist. Ja, das ist... Aha! Habe ich irgendwie ein falsches Diamant? Irgendwie, es leuchtet nicht so rot, wie ich dachte. Also ich dachte, also ich hätte eigentlich so ein Diamant gehabt, was so extrem rot geleuchtet hat. Und dann setze ich mich da quasi drauf und ich leuchte rot. Warte mal. Vielleicht sollte ich mir das mit anderem Diamant versuchen. Aber Leute, theoretisch ist es so. Quasi, also erstmal packen wir unser Diamant, was extrem rot leuchtend ist. Also es muss nicht unbedingt dieses Ding sein. Es kann auch nicht, es muss auch nicht mehr unbedingt rot sein. Also falls ihr ein Diamant findet im Spiel, was extrem krass leuchtet und so eine Farbe hat, dann bitte nehmen, quasi auf so eine Luftmatratze hinpacken, dann hinsetzen und dann leuchtet das alles. Also jetzt sieht es ein bisschen nicht wirklich gut aus, das weiß ich natürlich, aber weil es einfach nur etwas falsch gemacht habe. Ist ein bisschen traurig. I know that. I'm sorry. Aber Leute, ich würde mal sagen, ich gehe mal so raus und zeige euch, was ich nochmal so gefunden habe, weil, wisst ihr, ich war ja letztes Mal sehr oft bei diesem wunderschönen, bei dieser hier Location, bei dieser Winterliegen Location. Und ich wusste einfach nicht, dass es in diesem Haus. Ich war gerade richtig so überfordert. In welchem Haus war das denn? Ich glaube, in diesem Haus, in dem unteren Haus, ergibt so einen Knopf, wovon ich wirklich nicht wusste. Also, ich habe es nie gedacht. Es gibt einfach nur einen Knopf. Genau. In diesem wunderschönen Haus, wo es schneit, wo es richtig so richtig wunderschön weihnachtlich ist, Leute. Hier oben. Ja, man merkt das irgendwie auch gar nicht. Es ist einfach nur... Leute, es kommt raus. Was ist da? Wir haben einen Knopf. Was? Das Ganze... Das ganze Haus nochmal weihnachtlicher macht und es kommt einfach nur Weihnachtsdeko raus. Wie schön ist das denn eigentlich? Also ich habe es wirklich irgendwie nicht wirklich gedacht, dass es überhaupt sowas sein könnte. Und ich meine, das Haus sieht ja schon richtig schön, sagen wir mal so, winterlich aus. Und wie winterlich möchtest du es haben? Ja, das haben die Tukaboka-Ersteller so gemacht. Oh, da gibt's Schleim. Ich möchte Schleim ein bisschen haben. Blip, schopp. Oha, die Prinzessinkrone. Wie schön. Oh mein Gott, wie schön diese Pflanze hier ist. Boah, ich müsste hier mal ein bisschen öfter mal sein. Und ich kann die Pflanze einpacken. Aha. 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 Interessant. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, wir gehen mal dann draußen. Wie ihr wisst, hier gibt es einfach nur so ein, noch ein
Knopf, wo wir das auch alles schön weihnachtlich machen können. Leute, es gibt ja noch wunderschöne alte Locations, die wir quasi, also ich bin da relativ selten. Und zwar ist es, ich glaube hier beim Shop, ich bin mir gerade, glaube ich, nicht sicher. Aber da finden wir ein Faultier. Irgendwo finden wir ein Faultier, was extrem, sagen wir mal so, interessant ist, weil ich hätte es einfach noch nicht gedacht. Okay, warte mal, hier erstmal finden wir ein Pferd. Und, Leute, es ist extrem komisch, ich wusste es einfach noch nicht. Also ich dachte einfach nur, dass es das Einzige ist. So das Einzige, was hier ist, ist einfach nur noch so ein Pferd, Leute. Aber wenn man das hier wegmacht, es ist einfach nur ein Faultier. Hinter der Wand ein Faultier. Was ist das? Und Leute, man kann den auch noch wegkleiden. Kann man das denn? Guck mal. Also, an den Pferden kann man das nicht machen. Die Pferde kann man nicht verkleiden. Also, da kann man irgendwie so gar keine Mütze geben. Aber den Faultier schon. Das ist so... Was ist das? Das sieht so komisch aus, Leute. Oh mein Gott, ich habe jetzt einfach nur so ein... Guck mal, ich habe ein Faultier mit einem Bart. Mit einem Bart. Ich habe ein Faultier mit einem Bart. Und mit einem Hut. Was ist das denn? Das sieht so extrem komisch aus, Leute. Aber es sieht schon gut aus. Sagen wir mal so... Richtig interessant, es ist ja also richtig cool, dass ich das überhaupt machen kann. Kann ich den auch verkleiden? Nein, das kann ich nicht. Das ist sehr gut, weil sonst wäre es extrem komisch gewesen. Aber es ist einfach nur ein Faultier mit einem Hut, was so groß ist wie ein Pferd. Und es benimmt sich, glaube ich, auch so wie ein Pferd. Es ist extrem, es ist einfach nur alles komisch. Und oh mein Gott, guck mal! Guck mal! Guck mal! Es ist ein Faultier mit so... auch mit einem Weihnachtshut. Es sieht so süß aus, Leute. Es ist extrem süß. Deswegen, ach, ich liebe das alles. Ich liebe das. Ich liebe das. Okay, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich, dass hier einfach nur hinter dieser Wand einfach nur ein VT ist. Das ist extrem creepy, wenn man das erstmal, glaube ich, irgendwie findet und so. Ohne wirklich das zu wissen, dann ist man so, was da? Was ist da? Was ist da? Entschuldigung? Das ist ja ein bisschen komisch, sagen wir mal so. Ein bisschen komisch. Leute, auch in der gleichen Insel gibt es ja quasi noch einen Supermarkt, wo hinten, was ich aber noch nie verstanden habe, hinten hier gibt es irgendeine Riesenmaschine, wo ich Milch herstellen kann. Ich kann irgendwas damit herstellen. Okay, wie cool ist das denn, Leute? Ach so, ich kann verschiedene Sachen erstellen. Okay, also wenn ihr das nicht wusstet, wusste ich auch nicht. Wir brauchen das hier. Das packe ich auch mal drauf. Das haben wir alles. Jetzt drücke ich da drauf und jetzt kriegen wir irgendwas sehr Schönes. Wir kriegen eine Schokolade. Kakao. Kakao-Top. Also eine Tafel Schokolade. Wie cool ist das denn? Und Leute, was ich da auch noch richtig cool finde, aus einem Kürbis. Weißt du, was wir aus einem Kürbis kriegen? Also Kürbiskuchen. Okay. Und... ein Kürbiskopf. Ich würde mal sagen, wir machen es einfach nur sofort. Wir machen es einfach nur sofort und wir kriegen einfach nur einen Kürbiskopf. Es ist wirklich ein Kürbiskopf zum... Oh, ja, das ist es. Das ist kein Kürbiskopf, dass man essen kann. Nö, das ist einfach nur... Das zieht man einfach nur da drauf. Das ist extrem süß, finde ich. Also mega nice, dass wir das überhaupt machen können. Ich frage mich gerade, was können wir mit... Ach, oh, okay, wir können... Ach so, das sind so Sojalanse wahrscheinlich, ne? Okay, das sind Sojabohnen. Wir haben hier Milch, das habe ich schon gemacht. Das haben wir... Also, aus Mais können wir Tortilla machen, wir können Popcorn machen, wir können Cereal machen und irgendwo irgendwie so Cheese, jetzt so irgendwie so... Okay, alles klar. Kartoffeln, Pommes, irgendwelche Chips, also Chips und Pommes, alles klar. Daraus Brot, Brötchen, Baguette, Croissant, Pizzateig, Hotdog, Spaghetti. Brot. Okay. Ich musste gerade extrem nachdenken. Oh, okay. Wir können Erdbeeren. Oh, das ist so cool. Also, es sind nicht alles so richtig neue Sachen. Aber ich finde total gut, dass wir... Ich wusste es einfach nur nicht, dass wir an hier... Okay. Oh, es ist Tomaten. Es ist so ein Pizza-Ding. Also, für nicht einfach nur Ketchup, sondern so Tomatensauce für die Pizza. Wie cool ist das denn? Und natürlich, wir können Pizza machen. Aber dafür bräuchten wir noch Getreide. Okay, ich würde mal sagen, ich mache jetzt einfach nur eine Pizza. Ganz easy peasy, weil ich meine, warum auch nicht. Und dann können wir weiter zu dem nächsten Lifehack gehen.
Nom, 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 nom. Ich bin jetzt so langsam wieder in einer Luxusvilla und ich habe für euch ein paar schöne, hoffen wir mal, Lifehacks. Also, es gibt aber nur ein Lifehack. Es gibt ein Lifehack und zwar bräuchten wir dafür ein Regal. Wir bräuchten dafür einen Candy-Shop. Nicht Shop, sondern dieses Automat, Süßigkeiten-Automat, was wir hier haben. Und wir bräuchten das hier. Also dieses riesen Haus-Ding. Und wir platzieren das hier dass es quasi so zugeht und dass man das nicht mehr sieht. Okay, das ist ein bisschen schwierig zu platzieren tatsächlich, Leute, damit man es wirklich überhaupt nicht sieht. Ich würde mal sagen, so ist in Ordnung. Und Leute, wenn ihr das mal, wenn wir quasi da drauf drücken, dann kriegen wir ein... Wir kriegen ein Lolli. Also nicht ein Lolli, sondern eine Süßigkeit. Und das kann man quasi für irgendwelche Stories benutzen oder noch für irgendwas. Also finde ich eigentlich extrem gut. Oh, okay, das habe ich jetzt... Das wollte ich jetzt nicht unbedingt machen, aber auf jeden Fall kriegen wir noch ein Lolli. Also, eine Süßigkeit. Ein Schokobonbon? Bonbon heißt das. Finde ich extrem süß. Also ich meine, könnte ich für irgendwas benutzen, habe ich auf jeden Fall so gefunden und dachte mir einfach nur so, das kann man doch wirklich für was benutzen. Aber was ich auf jeden Fall extrem gut fand und was ich auf jeden Fall nochmal nachmachen möchte. Ich muss es nicht, aber ich möchte es nachmachen. Und zwar ist das ein, also wir haben ja so ein Piano noch stehen. Alles gut. Wir können es ja aufmachen. Also, falls ihr das nicht wusstet, wir können den Piano aufmachen. Und da können wir Sachen reinpacken, das zu machen. Und dann wissen wir nicht, dass es da drin ist. Ne? Das ist so ein extra Storage. Was auch immer. Und Leute, damit es richtig schön ist, ich habe es einfach nur sowas einfach nur gefunden. Da packen wir einfach nur. Leute, wir packen da einfach nur irgendwelche Blumen rein. Und also eigentlich komplett egal, was für Blumen. Es sieht einfach nur extrem schön aus, wenn du da einfach nur Blumen packen. Das finde ich, auch, sieht super aus. Aber wir können da auch extrem viele da reinpacken, damit es wirklich schön aussieht, ne, Leute? Das versuche ich jetzt. Aha. Tada. Okay, das ist so ein Riesending, das kann ich leider nicht da reinpacken. Boah, ich packe wirklich einfach nur alles, was ich kann. Okay, vielleicht nicht das. Versuchen wir nur wirklich. Okay, ich glaube, das ist schon too much. Ich glaube, das kann ich nicht da rein. Okay, das sind schon zu viele Blumen, Leute. Aber das sieht sogar jetzt schon extrem süß aus, so. Ja, warte mal, vielleicht nicht mit dem... Warte mal, vielleicht so? Doch, oder? Okay, warte mal. Und dann so. Oh, wie süß ist das denn? Das ist wirklich so ein... Oh mein Gott, das kann man so gut in einen so ein... Oh, boah, und wisst ihr, was noch am besten ist, wirklich? Noch so eine Wand voll mit diesen Pflanzen, ne? Okay, oh, die hab ich auch noch hier. Boah, ich hoffe, ich kann die Wand voll machen. Haha, kann ich. Ich mach die Wand voll. Und es wird gut aussehen. Wie viele Pflanzen möchtest du haben? Katja, ja. Ja, einfach nur ja, Leute. Wir haben quasi so gerade so eine riesen Pflanzenecke gemacht. Es passt gerade alles noch nicht, ein bisschen farblich und so. Ich hätte vielleicht da irgendwie so einen anderen Boden machen sollen und so, damit es noch schöner ist. Vielleicht was noch brauner ist oder so. Kann ich mir sogar so braun, richtig braun vorstellen. Oh, warte mal. Okay, vielleicht nicht so. Aber so oder so. Ja. Okay, Leute, also es ist komplett egal. Das waren meine wunderschönen Lifehacks für heute, Leute. Und ich würde mal sagen, also falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr meint, dass ihr vielleicht noch ein paar Lifehacks habt oder ein paar Secrets, die ich auf jeden Fall austesten sollte, dann schreibt es auch gerne unten alles in die Kommentare. Schreibt es gerne unten alles in die Kommentare rein. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Die ganze Flüssigkeit ist jetzt einfach nur weg. Zweck. Ist einfach noch nicht da. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar keine Ahnung, wie das denn jetzt passiert ist, Leute. Okay. Tada! Es funktioniert. Togaboga hat es wirklich gut gemacht, Leute. Oha. What? What? Das ist alles auf dem Tisch gerade?
Hey Leute, was geht? Kelly hier bei Schwimmen Apps und Games. Und Leute, ich habe heute für euch ein weiteres Video mit wunderschönen Lifehacks und mal gucken, was ich noch alles so finde, Dugabocker Leute. Und wir sind heute einfach nur mal unterwegs und gucken mal, was für wunderschöne Lifehacks es alles gibt. Ich wollte einfach nur mal ganz kurz mal ein bisschen zeigen, wie ich, es gibt ein bisschen so Magic Trick, sagen wir mal so. Es gibt einen magischen Trick bei der Post, nicht mit dem Gratisgeschenk. Es hat nichts damit zu tun. Es hat aber was mit einem Fangnetz zu tun. Also quasi, wir müssen hier ein Fangnetz suchen, aber nicht das, was wir letztens bekommen haben, weil ich glaube, das ist zu groß. Ich glaube, also das muss irgendwie so das Kleinere sein. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das... Ach, da. Alles klar. Also, da ist ein Fangnetz. Damit können wir was auch immer da machen. Keine Ahnung, vielleicht diese Sachen hier rein... Okay, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Und Leute, wir brauchen irgendeine Flüssigkeit. Es ist komplett egal, welche, glaube ich. Und wir brauchen ein Glas. Also hier, wir haben ein Glas und wir haben eine Flüssigkeit. Wenn wir diese Flüssigkeit in das Glas hinstellen und wir stellen das quasi in den Fangnetz rein. Es funktioniert wirklich. Wow. Also Leute, habt ihr das gerade gesehen? Die ganze Flüssigkeit ist jetzt einfach nur weg. Ist einfach nur nicht da. Ich weiß nicht, wie genau das passiert ist, Leute. Guck mal, ich probiere es nochmal. Da ist es. Es ist einfach nur... What? Und Leute, wirklich, es ist nicht, ich weiß es nicht, es ist wirklich im Spiel, ich mache nichts, ich habe gar nichts gemacht, ich habe gar keine Ahnung, wie das denn jetzt passiert ist, Leute, guck doch mal. What? Es ist aber nur weg, hä? Fangnetz trinkt das aus? Oder was ist da passiert? Ich habe keine Ahnung. Oder sind im Fangnetz irgendwie so noch andere Sachen da drin? Oh, okay, jetzt habe ich ein Bild gemacht von einem Schweinchen. Okay, Leute, also das finde ich schon richtig krass. Also das finde ich schon sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Aber ihr wisst, es ist ein bisschen was Komisches passiert. Und deswegen, ihr könnt es auch mal testen. Und Leute, wir gehen jetzt in die andere Location und zwar in Kinostudio. Weil da gibt es ein paar Poster, die ein bisschen rumbuggen. Ich weiß aber nicht, ob das genau nur mit einem Poster funktioniert oder mit allen. Deswegen, wir gehen es einfach nur mal hin. Wir gehen einfach nur mal nach oben hin und wir versuchen das wirklich nachzumachen. Also Leute, theoretisch ist es ja so, dass unsere Poster, wenn wir die in den Händen haben, dann sind die in den Händen, ne? Aber theoretisch mit diesem Poster, was wir da drin haben, ist es ein bisschen andersrum. Da buggen wir ein bisschen rum, da... Okay, warte mal. Wir machen es zu. Machen es auf. Auf zu. Jemand anderen geben. Auf zu. Oh. Das funktioniert ja. What? Okay, also da muss man ein bisschen rumprobieren und einfach nur anderen Charakteren geben, andere Hände, so ein bisschen geben und die ganze Zeit anklicken. Ja, alles klar. Es fliegt einfach nur in der Luft. Wirklich. Also. Mega. Togaboga hat es wirklich gut gemacht, Leute. Also, ich gehe mal tatsächlich mal ein bisschen in die untere Etage und mal gucken, ob das mit allen Poster geht. Vielleicht geht das mit dem anderen Poster gar nicht. Oder vielleicht geht es auch mit dem anderen Poster. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es noch nicht getestet. Deswegen, ich teste es heute für euch das erste Mal. Deswegen, ich habe keine Ahnung. okay. Ja, wir haben ja die Figur. Deswegen, Poster geben. Okay, warte mal. Gib mir ein Poster. Oh, okay, das funktioniert mit allen Postern. Leute, das funktioniert mit allen Postern. Warte mal. Oder soll das wirklich nur hier sein? Oder habe ich sie jetzt schon versaut? Oder nein, geh doch nicht weg, Poster, geh nicht weg. Ja, aber... Oha, ich wusste nicht, dass ich das mitnehmen kann. Oh mein Gott, hätte ich das gewusst, hätte ich das für mein Kino gemacht. Krass. Okay, ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Oh nee, doch. Man muss, wie gesagt, einfach nur ein bisschen rumprobieren und dann funktioniert es irgendwann mal. Also deswegen, es ist sehr interessant. Ich finde es sehr spannend, aber ehrlich gesagt, Tokaboka war es da schon wieder los. Es ist ein bisschen immer, sagen wir mal so, es ist ein bisschen chaotisch. Ne? Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz nach Hause. Wir brauchen ein paar Sachen aus dem Redaktor, deswegen ist es eigentlich ganz in Ordnung. Wir brauchen kein spezifisches Haus. So, alles klar, das ist ja schön leer, Leute. Also,
Theoretisch habe ich jetzt das Gefühl, dass wir mittlerweile, ich glaube, da wurden sehr viele Bugs gefixt und wir können mittlerweile keine unsere Charaktere in Geschenke verpacken. Ja, es ist so, also nicht mit den anderen, mit den älteren Methoden, das können wir leider nicht mehr. Aber wir können das mit unseren neuen Stühlen, was wir da haben. Ich hoffe, wir können das. Ich habe es noch nicht getestet, deswegen. Also, wir haben ja so ein Stuhl hier, ne? Also, ich habe es gesehen, dass es mit Kind mal so gemacht wurde, deswegen machen wir das mit einem Kind. Kind sitzt drauf, aber ich stelle jetzt das Ding nicht drauf, sondern ich soll das in hier drauf stellen. Okay. Tada! Es funktioniert, aber so kann ich es zum Beispiel nicht. Merkt ihr das? Also ich kann nur... Oh, okay, jetzt kann ich es überhaupt nicht. Nee, warte mal. Ich glaube, ich muss es nochmal testen. Warte mal, wir brauchen noch mehr Stühle. Also, ich brauche ein Kind. Das stelle ich mal drauf. Ja, passt. Passt. Aber wenn ich so einen Stuhl dahin stelle, passt auch. Aber wenn ich einen Stuhl mit dem Kind, warte mal, ich brauche ein neues Kind. Und wenn ich das so mache, dann kann ich es gar nicht hinstellen. Merkt ihr das? Also ich kann das nur so hinstellen. Aber jetzt habe ich es wirklich versagt. Oh, ne, doch, das geht. Alles klar. Also, wirklich nur in diesem Redaktor. Ich frage mich gerade, ob das mit einem normalen Charakter auch klappt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich neue Stühle dafür brauche, aber ich nehme einfach nur neue Stühle. Vielleicht mit dem größeren Charakter, vielleicht mit Katja. Warte mal, finde ich die Katja noch? Ja, da finde ich die Katja. So, alles klar, Katja ist da und jetzt packe ich das da. Ui, okay. Okay, guck doch mal, das funktioniert nur mit den Kleinkindern tatsächlich. Nur mit Kindern, weil bei mir funktioniert das leider nicht. Ich bin zu schwer dafür. Ich kann nicht eingepackt werden, Leute. Das ist so richtig krass. Ich kann einfach nur nicht eingepackt werden. Und das ist wirklich auch mit jedem Ding was passiert. Man kann einfach nur nicht mehr eingepackt werden. Dafür habe ich heute was Schöneres vorbereitet. Ein bisschen was Leckeres. Hm. Ich habe nicht ein paar Rezepte, sondern ich habe einfach nur mal gesehen und ich wollte mal austesten, weil ich das... Also, sie sind nicht mal ein paar Rezepte. Es sind einfach nur... Es sind zwei Rezepte, sagen wir mal so. Wir nehmen einmal Brot. Und wir machen heute einen Avocado-Toast. Macht ja Sinn, dass man das theoretisch eigentlich nichts Interessantes macht. Aber Leute, das ist doch einfach nur eine schöne Idee. Und ich weiß nicht, ob das jemand darüber nachgedacht hat, dass man jetzt einfach nur so einen Avocado-Toast machen kann mit Ei und so. Das ist doch so lecker. Und ich habe einfach nur so viele schöne so Frühstück-Ideen gesehen in Tokaboka. Das ist einfach nur so lecker, war. Und das ist einfach nur, ich hatte einfach nur Bock drauf. Und Leute, ich habe auf jeden Fall noch eine Dessert-Idee, was auch theoretisch mit Toast und Eiern was zu tun hat. Aber ich brauche dafür bestimmtes Brot. Da ist es. Also wir brauchen die Bäckerei. Das ist ja so eine Gratis-Location, die jeder hat, theoretisch. Da gibt es ja quasi so... Es gibt da sehr viele Sandwiches und so, man kann hier sehr vieles machen. Aber guck mal, Leute, hier gibt es so ein Brot. Wir nehmen dafür wirklich Ei und wir vermischen dieses Brot mit Ei. Und wir packen dann noch eine Scheibe Brot drauf. Und Leute, das sieht für mich aus wie so ein, weiß ich nicht, Brownie mit so einem Milch oder so. Oder vielleicht so, wisst ihr was, so ein Sandwich-Eis. Oder so ein Sandwich-Eis mit so Schokoteig oder so, weiß ich nicht. Also, oder Oreo. Oreo könnte es auch sein. Also, ich fand es einfach nur richtig cool, weil ich finde es einfach nur interessant, wie man einfach nur das Sein nicht mehr sieht. Man sieht es einfach nur nicht da. Nicht da drin. Okay, jetzt habe ich es wieder versaut. Nee, habe ich nicht. Alles gut. Ich konnte es wieder aufbauen, Leute. Aber das ist, ich finde, das ist eine sehr coole Idee eigentlich, das mal nachzumachen. Ich weiß, es ist vielleicht für euch nicht unbedingt, aber für mich schon. So, Leute, und jetzt gehe ich einfach nur wieder zurück in unser Zuhause. Aber dafür bräuchte ich die Luxusvilla. Und zwar bräuchte ich die untere Etage. Aber das Problem ist, dass ich da letztens noch ein Einkaufszentrum hingebaut habe. Und da werde ich ganz kurz ein bisschen aufräumen, weil da bräuchten wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Aber theoretisch ist es komplett egal, Leute. Also wir müssen einfach nur irgendwas hinstellen. Also nur das eine Ding, was wir auf jeden Fall hinstellen müssen. Und zwar ist das ein Essensautomat, also von Gudetama. Ich weiß jetzt nicht, da ist es. Und theoretisch, es gibt ja sehr viele schöne Sachen, die man hier quasi kriegen kann. So ein bisschen Dessert, ein bisschen... Was auch immer, so Eier-Dessert? Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, das ist so richtig süß. Da gibt es jetzt hier irgendwie so, weiß ich nicht, ist es so ein Omelette quasi mit einem Gesicht. Und
theoretisch, wenn wir das einfach nur hier auch oben fallen lassen und dann in der Luft öffnen, dann wird das einfach nur bleiben. Okay. Okay. Ist wirklich so? Warte mal, ich versuch's jetzt. Ich möchte jetzt unendlich viele davon machen. Okay, jetzt habe ich die schon geöffnet. Das ist nicht schlau. Aha. Oh nein, ich habe die alle aufgebraucht. Problem solved. Ich weiß nicht, habt ihr das auch so manchmal gemacht, als wir... Also, falls ihr mal Sims gespielt habt, Leute. Da war es bei mir auch so. Ich glaube, das ist mittlerweile bei Sims 4 nicht so. Aber theoretisch, wenn irgendwie so Kühlschrank leer war und man theoretisch irgendwie dafür einkaufen musste, habe ich einfach nur einen neuen Kühlschrank gekauft. Ist es auch bei euch so? Deswegen, mit Tukabuka ist es gerade jetzt bei mir auch genauso, ehrlich gesagt. Ich kaufe einfach nur ein neues Ding. Also ich meine, wofür bräuchte ich das irgendwie, weiß ich nicht. Ich sag doch nicht, dass es irgendwie, oh mein Gott, ich kann nichts mehr machen. Ich kann doch noch mehr Omelette auf meiner Fensterscheibe haben. Ich kann noch mehr Omelette auf meiner Fensterscheibe haben, weil ich meine, warum denn nicht? Ich frage mich gerade, ob das mit allen anderen Sachen auch geht oder nur mit dem Omelette. Okay, warte mal, damit geht's, glaube ich, nicht. Doch, okay. Also das geht mit allen Sachen. Alles klar, also ich meine, macht Spaß. Leute, vielleicht ein paar von diesen, Eis und so. Ja, Eis geht auch, Leute. Es geht alles. Aha, wir möchten ein bisschen Bacon möchten wir auch drauf. Also wir möchten ein bisschen Omelette, Eis, Bacon, ein bisschen Eier. Wir möchten alles haben. Kann ich Tofu haben? Ja, natürlich kann ich Tofu haben. Mein Gott, natürlich kann ich Tofu haben. Das ist ja wirklich einfach nur... Ich habe einfach nur Essen auf meiner Fensterscheibe. Und ich meine, warum nicht? Okay, das kann ich auch eigentlich theoretisch öffnen. Aber irgendwie kriegt es das nicht hin. Oha, what? What? Das ist alles auf dem Tisch gerade? Was? Ich kann meinen Tisch... Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen rumgebuggt. Also theoretisch, guck mal, ich habe einfach nur hier fliegende Omelettes, fliegende Eis, fliegende einfach nur alles. Das sieht richtig Desaster aus. Also, ich würde mal sagen, wir lassen es einfach nur mal hier stehen, weil es, was ist das? Keine Ahnung. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn ich einfach nur rausgehe. Ja, natürlich, es sieht, glaube ich, alles fallen. Okay, ihr habt 2 Sekunden, um das in den Kommentaren zu schreiben. Was wird passieren? Werden die ganzen Sachen runterfallen oder werden die genau da bleiben? 2 Sekunden. Ah! Okay, ich dachte wirklich, die fallen alle runter. Also diejenigen, die gesagt haben, dass die da bleiben werden, ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen, Leute. Ihr habt gewonnen. So, und ich will nur sagen, wir haben ein bisschen mehr Fantasie, ne, Leute? Also, ich habe ja schon gesehen, sehr viele Fakes gesehen in Tukabuka. Also, auf YouTube, theoretisch. Dass man quasi vielleicht irgendwann mal, das wäre richtig cool. Aber ich möchte einfach nur darüber mit euch ein bisschen sprechen. Dass man theoretisch einen Redaktor kriegt für so Outfits, damit man selber Outfits erstellen kann. Also quasi vielleicht einfach nur so ein Oberteil mit einem mit einer Hose oder so. Also ich meine, man könnte einfach nur mal gucken. Also Leute, wir haben ja doch, theoretisch haben wir ja doch alle Oberteile und alle Hosen, Röcke, Schuhe. Wir haben die alle zusammen, wir kriegen einfach nur Outfits schon, die so perfekt passen. Aber das wäre doch richtig cool, wenn wir so einen extra Redaktor kriegen, wo wir einfach nur die ganzen Sachen neu gestalten können. Und genau so, wie wir das möchten. Also hier zum Beispiel. Ich möchte zum Beispiel das T-Shirt, aber ich möchte... ich mag zum Beispiel den Rock nicht. Deswegen möchte ich eine Hose haben. Das machen wir doch so. Oder ich mag zum Beispiel die Farbe nicht für den Pullover. Und ich kann doch die Farbe auch lila machen. Oder wie auch immer. Oder schwarz. Oder alles mögliche, Leute. Deswegen, ich finde es ist eine sehr coole Idee, um das mal einfach nochmal zu testen. Und ich hoffe so sehr, dass so Tukabuka das vielleicht mal wirklich auch mal... Vielleicht wird da was passieren. Mal gucken. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Oh, das liegt irgendwas in der Luft. Wunderbar. Das möchten wir haben. Tada! Wir haben einen wunderschönen Crumpet, der einfach nur so süß aussieht und so voll mit Sachen. Deswegen erkläre ich mal heute, wie man einen Zoo macht. Hey Leute, was geht? Katja hier bei Spielen wir Apps und Games. Und Leute, wir sind heute in
Tokaboka. Und das heißt, ich habe für euch ein paar Lifehacks, Mythen, verschiedene andere Dinge. Also vielleicht ein paar Secrets oder so. Also man kann einfach nur alles, wir gucken alles, was wir überhaupt, was es bei uns hier alles gibt, Leute. Und zwar, ich habe einen Mythos quasi. Ich habe das schon mal getestet. Richtig lange hier. Also wirklich im letzten Jahr so gefühlt. Ich weiß jetzt nicht genau, wann genau ich das getestet habe, aber richtig lange oder vielleicht Januar oder so. Keine Ahnung, bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ich möchte es nochmal testen. Und zwar ist es dieser Hack. Dieser Hack mit dem, mit der Dusche, dass man quasi, dass quasi irgendwie so die Haare da weggehen, wenn man in die Dusche reingeht. Irgendwie sowas war da. Was extrem komisch ist. Ich muss erstmal einen Charakter finden, der tatsächlich dazu passt. Weil es sollten schon so zwei sowas hier sein. Ich nehme dich. Es wird doch, glaube ich, in Ordnung sein. Und zwar, wir bräuchten, Leute, eine Dusche. Wo ist die Dusche? Ich muss jetzt mal die Dusche finden. Diese Dusche hier, ja, wunderbar. Wir haben die Dusche. Wir stellen unsere Charakterin hier rein und machen zu. Gehen wieder in den Redaktor und platzieren irgendwas. Und ich platziere einfach nur genau das, was ich gesehen habe. Und es passiert nichts. Also, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Ich verstehe es einfach nur nicht, was ich da falsch mache. Weil theoretisch, wenn ich dieses Bild hier dran, wenn ich dieses Bild dran platziere, dann, dann kriege ich diese Charaktere quasi keine. Die wird dann einfach nur, ja, ich versuche es vielleicht, geht es nur mit einer spezifischen Frisur. Deswegen versuche ich, glaube ich, erstmal nun diese Frisur. Ich muss die erstmal finden, aber wirklich, ich muss, also weil das Ding ist, es lässt mich einfach nur nicht nach, also wirklich, ich habe es schon so, also das ist das zweite Mal, wo ich das teste und das erste Mal war schon richtig lange her und ich habe gesehen, dass es bei manchen und bei vielen immer noch hergeht und ich dachte mir so, warum geht es bei euch und nicht bei mir und ich möchte es testen, vielleicht geht es wirklich nur mit dieser Frisur? Ja, das ist auch richtig gut, dass ich einfach nur die Frisur nicht finden kann, ne? Das ist ja, das passt ja alles. Es passt einfach alles. Okay, Leute, ich habe ein Problem. Ich finde diese Frisur nicht, deswegen müsste ich, glaube ich, ganz kurz mal gucken, ob ich die doch finde. Oder es kann noch sein, dass die Leute aus dem Kaboka-Team einfach nur diese Frisur gelöscht haben, weil es Probleme mit der gab. Kann das sein? Also, das ist quasi zwei Töpfe, aber nicht die typischen, nicht diese zwei Töpfe, die ich jetzt habe. Auf jeden Fall nicht das. Das war, also diese Frisur war genau hier. Die hat Ich hab's jetzt, Leute. Ich hab's jetzt. Und mal gucken, ob es jetzt wirklich funktioniert. Aber vielleicht sollte ich vielleicht auch den Bann wegmachen. Aber habe ich jetzt nicht mehr gemacht, deswegen ist auch egal. Wir gucken erstmal, ob alles passt. Und ich hoffe so sehr, dass es jetzt auch wirklich alles passiert. Weil ich möchte es einfach nur haben. Ich möchte es wirklich mal wirklich machen. Weil ich habe das. Ich habe das schon seit so langer Zeit gesagt. Wir testen es einfach nur nochmal. So, okay, alles klar. Nee, warte mal. Dich muss ich dann wegmachen, ne? Quasi. Okay. Ich mache alles neu. Ich mache nochmal die Dusche rein. Also, wir brauchen die Dusche. Die Neondusche. Die Neondusche, Leute. Okay, habe ich drin. Alles klar. Dann stelle ich meinen Charakter da rein. Und jetzt bräuchte ich dieses Bild. Okay, das war ein Mythos, was jetzt nicht gepasst hat, Leute. Also es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Also theoretisch ist es ja so, dass quasi, wenn ich jetzt wieder hier so reingehe, dann dass diese Frisur, diese Figur steht dann quasi vor dem Vorhang, aber ohne die zwei Zöpfe. Es sieht komplett komisch aus, aber es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Nicht. Vielleicht sollte ich mal... Soll ich dich mal umdrehen oder soll ich dich mal irgendwie... Nee, das... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwo anders hinstellen passiert auch nicht. Das ist einfach nur... No. Also Leute, ein Fail. Es ist ein Fail. Aber ich habe für euch natürlich andere Mythen. Und zwar bräuchte ich das Bett für... Ein Bett für so Tiere. Theoretisch für Tiere. Ich bin mir nicht sicher, ob wir genau dieses Bett brauchen, aber anscheinend schon. Und Leute, wir brauchen theoretisch eine Figur, die relativ groß ist. Nennen wir mal dich. Und ein kleines Baby, die relativ klein ist. Nehmen wir mal dich. Und das Ding ist,
dass das Baby ja quasi hier... Ich kann das Baby nicht halten. Merkt ihr gerade? Ich kann das Baby nicht halten. Außer vielleicht, wenn ich mich zusammen mit dem Baby setze. Aber das möchte ich ja gar nicht haben. Und wie mache ich so, dass ich quasi, dass das Baby quasi auf meinem Schoß sitzt? Ich möchte, dass mein Baby auf meinem Schoß sitzt, aber das passiert nicht. Okay, das ist einfach nur komplett komisch. Da gehe ich und schlafen. Mal gucken. Warte mal. Und zwar so, gehe ich jetzt gar nicht einmal in den Redaktor und drehe das Bett um. Ah, das funktioniert wirklich. Und dann kann ich quasi einfach nur mein Baby einfach nur mich auf den Schoß setzen. Dann sieht man zwar mein Gesicht nicht, aber das kann man sehr gut für irgendwelche Stories benutzen, weil es irgendwelche Stories auch dreht oder irgendwelche Stories auch macht, während die spielt. Das könnt ihr richtig gut benutzen und das finde ich mega gut eigentlich. Also ja, theoretisch sieht man halt nicht, was ich da mache, weil man sieht mich halt nicht und so. Ich kann zum Beispiel dieses Baby nicht mehr halten. Leute, guckt doch mal, ich kann dieses Baby nicht mehr halten. Es setzt sich einfach nur mal hin. Okay, das Baby ist jetzt im Schlafen. Okay, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Jetzt kann ich das Baby wieder halten. Nein, kann ich immer noch nicht. Doch, gar nicht. Okay, alles klar. Ist in Ordnung. Alles klar. Aber Leute, habt ihr gesehen? Das funktioniert auf jeden Fall. Okay, für das nächste Ding, was wir heute mal besprechen werden, und zwar einen Lifehack, müssten wir wieder unseren Charaktere bearbeiten. Also mindestens einen Charakter. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir können nur einen Charakter bearbeiten. Und deswegen... Oh, das könnte doch jetzt auch du sein. Ich meine, du bist heute einfach nur unsere... Ja, du bist da einfach nur da. Leute, wir brauchen... Hier, diese wunderschönen Schmetterlinge. Die sehen ja extrem schön aus, ne? Aber die sind hoffentlich immer noch richtig rumgebackt. Also die backen die ganze Zeit richtig rum. Und ich hoffe, die machen es immer noch, weil... Tokamoka kann immer, es ist immer so, jedes Mal, wenn ich einfach nur versuche, irgendwas zu testen, dann fixt es Tokamoka und ich kann es nicht mehr testen, einfach nur, weil es schon, ja, wo ist diese Charakterin jetzt, wo ist der, wo ist mein Charakter jetzt, ach da bist du, alles klar, okay Leute, und zwar ist es ja so, wenn jedes Mal, wenn ich irgendwas testen möchte, dann fixt es Tokamoka und das passiert es nicht mehr, das ist so, es ist normal, aber quasi diese wunderschönen Schmetterlinge sollen quasi richtig rumbuggen und... Oh, das funktioniert wirklich. Merkt ihr das? Also, wie ich die gerade halte. Ich halte die gerade nicht mit meiner Hand und es ist extrem komisch. Okay. Ich mag es aber total, dass es so richtig kleine Details gibt, aber ich mag es total, dass wenn man die irgendwo hinlegt quasi, dann... gehen die zu und dann sieht man so, ja, die sehen so richtig schön aus. Ich mag die total. Ich kann die gerade nicht nehmen. Ah, da, alles klar. Also theoretisch, ich kann die halten, aber die fliegen einfach nur in der Luft. Und das ist so typisch Tokamoka, weil die lieben einfach nur, die lieben es einfach nur, wenn irgendwas in der Luft fliegt, ne? Das habe ich irgendwie das Gefühl, dass die auf jeden Fall das einfach nur, die sind so, oh, das fliegt irgendwas in der Luft. Wunderbar. Das möchten wir haben. Leute, also, genau. Ich glaube, das war es von den wunderschönen Bugs und Lifehacks, die ich heute habe. Aber nicht alles, Leute. Nicht alles, Leute. Ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, dass, also wir haben ja schon mal, also ein Bildbattle mit Claudio gemacht. Ich glaube, mit René oder René oder mit Claudio. Ich glaube, das war mit Claudio. Da bin ich sicher. Aber wir haben schon mal ein Zoo gemacht. In Tokamoka, ein Zoo, genau. Und ich habe nicht wirklich gerade ein bisschen so erklärt, wie ich das gemacht habe. Deswegen erkläre ich mal heute, wie man einen Zoo macht. Und wie man so ein kleines Ding macht, wo man Tierchen reinpacken könnte. Und zwar, Leute, also theoretisch ist es nichts so überhaupt nicht Schlimmes oder überhaupt nicht Schweres, sagen wir mal so. Ich habe einfach nur, also entweder packt man hier sowas rein. Ich finde sowas hier, glaube ich, sogar auch ein bisschen passender für einen Zoo. Ich mag es total für einen Zoo vielleicht, entweder sowas zu haben oder auch richtig so mit Tieren, als ob das wirklich so ein Zoo ist. Vielleicht sowas. Aber... ehrlich gesagt, ich finde das hier gerade richtig gut. Das könnte so richtig dschungelmäßig sein. Das mag ich auch total. Und Leute, mit dem neuen, mit dem letzten Pack, was rausgekommen ist, haben wir ja so Palmen und so. Und die sehen so aus, als ob die halt wirklich, nicht quasi in einem, ja, was sollte ich sagen? Die sehen halt so, als ob die nicht in einem, nicht in einem Topf stehen, was auch Sinn ergibt. Die stehen nicht in einem Topf.
Aber das ist auch richtig gut für uns, Leute, weil dann sieht es so aus, dann sieht es halt mehr so wie so dschungelmäßig aus. Und ich finde das extrem süß. Aber ich packe ein bisschen Bambus dahinter und Leute, also es ist eigentlich komplett egal, was ihr dahinter macht. Das, was ihr auf jeden Fall zählen müsst und das auf jeden Fall Sinn ergibt. Und zwar, ich habe hier, ich glaube, war das hier oder nicht da? Ich bin mir gerade nicht sicher, wo genau das war. Ich glaube, vielleicht bei dem Tisch und so. Nee, hier, Leute. Also, diese wunderschönes Ding, also dieses wunderschöne kleine Kommode oder so kleine Regalchen, sieht halt so richtig so dschungelhaft aus und sieht halt so aus, als ob das halt nicht so extra ist. Und Leute, darauf könnten quasi eure Tiere einpacken. Vielleicht ein Bär? Verschiedene andere Tiere. Also Leute, ich habe gerade keine Barat, aber ihr findet auf jeden Fall welche auf den anderen Locations. Und Leute, auf jeden Fall bräuchten wir eine Glasscheibe. Glasscheibe, damit die ganzen Tierchen nicht wegrennen. Und da packe ich einfach nur so eine Glasscheibe davor. Und dann sieht es jetzt schon so langsam so aus, als ob das wirklich so ein Zoo ist. Also ich finde, ich habe es gerade nochmal neu nachgebaut quasi. Ich habe es damals schon mal gemacht. Ich glaube, das war auch genau das gleiche Haus, was ich da damals gemacht habe. Und was ich extrem noch gut finde, na wartet mal, ich muss jetzt mal ganz gucken, dass das hier passt. Das passt schon alles. Und was ich extrem noch gut finde, einfach nur nochmal Lichter einfügen. Und diese Bodenlichter, vielleicht nicht die neuen, die wir gekriegt haben, sondern die von der Luxusvilla, weil die halt mehr so, so mehr realistischer sind, weil die anderen sind ja pink. Die anderen passen nicht unbedingt, denke ich mal. Passen bestimmt schon, aber das für mich sieht schon richtig cool aus. Und wenn wir dahinter noch ein paar Tierchen haben, dann wird es schon so richtig nach dem Zoo gehen. Also Leute, mach mal nach. Das sieht schon mal einigermaßen gut aus. Und Leute, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz raus, weil ich habe da noch was. Es ist quasi, ich glaube, kein Mythos. Ich glaube, das existiert wirklich, aber ich habe es einfach noch nie getestet und ich wusste es einfach nur noch nie. Und zwar gehen wir jetzt in Pompomhaus, in die untere Etage, weil ich habe da was letztens gesehen und letztens gemerkt, wo ich überhaupt so dachte, so, das wusste ich doch gar nicht, dass es überhaupt irgendwas gibt. Leute, die ganzen Locations Tokaboka sind einfach nur so cool, dass ich einfach nur sehr viele Sachen noch nicht mehr weiß. Ich denke halt nicht dran, überall drauf zu klicken und überall irgendwas zu finden, Leute. Wir haben hier einen extra Platz. Ich frage mich aber gerade, wie mache ich den auf? Tada! Es gibt ja mehrere Knöpfe hier. Allgemein. Und irgendwie wusste ich das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. Aber ich wusste es einfach nicht. Ich frage mich gerade, wo die letzten Knöpfe sind. Da ist eins. Und wir bräuchten noch einen Knopf. Wo könnte es denn sein? Hier hinter dem Bild. Tada! Wir haben einen wunderschönen Knopf, der einfach nur so süß aussieht und so voll mit Sachen. Ich weiß es nicht, aber die sieht so cute aus. Guckt doch mal, Leute. Oh, der hat eine Kreditkarte als ein, weiß ich nicht, als ein, keine Ahnung was. Aber das sieht so süß aus. Und, oh mein Gott, natürlich haben wir einen Diamant. Und wir haben noch Geld. Weil warum nicht? Aber diese Crumpet sieht so extrem süß aus. Ich glaube, das ist wirklich mein Lieblings-Crumpet bis jetzt. Ich weiß nicht warum. Aber es hat zwei Mützen auf, mehrere Schlüssel. Noch ein, was auch immer, Schal, was auch da in den Mützen drin ist, ist noch ein Lolli und noch eine Münze in der Mütze. Münze in der Mütze. Das ist ein Wortspiel. Ich weiß nicht, ob das ein Wortspiel ist, aber das finde ich richtig gerade richtig cool. Richtig cool, Leute. Auf jeden Fall fand ich es richtig gut. Und vor allem, guck mal, wie süß der einfach ist. Ich finde den richtig extrem süß, Leute. Das ist mega cool. Also, ich würde mal sagen, mit dieser wunderschönen, mit dieser wunderschönen Note ganz am Ende, ist das Video auch mal schon so langsam zu Ende, Leute. Also, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Was wir noch brauchen für andere Gegenstände, zum Beispiel ein Fahrrad, was extrem süß aussieht. Man hat dieses komische Ding in der Box drin und man stellt... Funktioniert das nicht oder etwa, oder was?
What? Hey Leute, was geht? Katja hier bei Schwimmer Apps and Games und Leute, wir sind heute wieder in der wunderschönen Welt von Toka Boca, Toka Life World. Und ich habe für euch ein paar sehr schöne Lifehacks und ein paar Mythen, die ich noch nicht getestet habe. Und wo ich einfach nur dachte, ich mach die mal nach und guck mal, was da passiert. Ich habe keine Ahnung, sorry. Sorry, Leute, das war gerade nicht so wirklich schön. Aber es gibt da tatsächlich einen Mythos oder einen Lifehack oder halt ein Secret auch in Toka Boca, was ich einfach nur noch niemals wirklich getestet habe, weil ich habe es nie irgendwie getan. Ich habe keine Ahnung, warum, keine Ahnung, wie. Aber ich möchte es erstmal testen. Und zwar gibt es im Theater, also ich war richtig selten, also ich bin öfter mal schon im Theater. Hier gibt es ja wunderschöne, all den ganzen Stages, die wir haben können. Es kann das hier sein, irgendwie so ein Prinzessinnen, was auch immer, weiß ich jetzt nicht. Das sieht einfach nur alles so schön aus. Aber Leute, hier haben wir noch einen wunderschönen Wald. Und ich glaube, in diesem Kristallwald, Leute, ja, wirklich, wir haben hier ein Rockbaby. Das ist einfach nur ein Baby aus einem Stein. Das ist ein Steinbaby, Leute. Und angeblich sind ja hier überall diese Kristalle, diese wunderschönen Kristalle, die wir hier haben. Angeblich, wenn wir jetzt unseren wunderschönen Rockbaby in einen Windel anziehen werden, dann hat der auch so einen Kristall auf dem Bauch. Ich habe es niemals wirklich getestet, obwohl ich glaube, das ist schon so ein altes Ding, was halt die Toka Boca Leute eigentlich wissen. Aber ich habe es aber noch nie getan, weil ich habe keine Ahnung. Habe ich es wirklich nie gemacht. Deswegen, Leute, wir testen es erstmal und wir gucken mal. Dafür gehe ich jetzt in den Kindergarten, weil da gibt es schon genug Windeln, ne? Sagen wir mal so. Okay, da haben wir die wunderschönen. Okay, das ist kein Windeln. Da sind Windeln. Da habe ich die gefunden. Und ich bräuchte mein Rockbaby. Rockbaby, leg dich mal hin oder setz dich mal hin. Und wir packen jetzt da ein Windel über. Oha! Oha! Kann ich das... Ich habe ein halb Rockbaby und halb Menschen. Das ist extrem komisch. Aber guck mal, der hat wirklich einen Kristall. Aber leider kann ich den nicht mitnehmen. Das ist wirklich schade. Das hätte ich schon gerne. Aber ich kann mein Rockbaby auch einfach nur in so normale Kleidung anziehen. Das ist extrem süß. Aber der hat einfach nur einen Kristall auf dem Bauch. Also, der hat einen Kristallkörper vielleicht. Das ist auch extrem gut. Oh mein Gott, dieser Roboter, das ist ziemlich süß. Der hat eine Teekanne auf dem Kopf. Das ist richtig süß. Das mag ich total. Okay, also, richtig, Leute, richtig cool. Es hat auf jeden Fall funktioniert, was ich extrem gut finde. Das ist mega toll. Das mag ich total. Deswegen, wir gehen jetzt zu uns nach Hause. Und Leute, ich habe ja euch mal letztens was gezeigt. Okay, oh, hier ist ein bisschen los. Hier ist ein bisschen viel los. Ups. Okay, Leute, ich habe ja euch gezeigt, wie man quasi mit, Kinder auf einen Hocker hinsetzen könnte, die wirklich einen Hocker einpacken könnte und dann quasi fliegen die einfach nur in der Luft. Und ich habe ja euch gesagt, wie man halt Erwachsene nicht einpacken kann. Also das kann man immer noch nicht. Man kann Erwachsene immer noch nicht einpacken, leider. Aber man kann die auch fliegen, so fliegen lassen, indem man einfach nur einen leeren Hocker ohne ein Kind daran lässt. Okay, warte mal, ich habe ja hier mein Rockbaby. Mein Rockbaby kann ich jetzt... Hehe, das habe ich getan. Und dann habe ich dieses Ding einfach nur ganz normal, ohne jemanden. Das haben wir jetzt. Und dann bräuchten wir eine größere Person. Wir nehmen dich mal. Das ist in Ordnung. Unser Baby machen wir auf und der liegt ja einfach nur im Boden. Und unser... Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Das mache ich jetzt nochmal. Jawohl. Und dann kann ich mich einfach nur draufsetzen. Das wollte ich einfach nur einmal ganz kurz sagen. Man kann einfach nur... Das Baby kann in der Luft sitzen auf einem Hocker. Und die Mama kann auch in der Luft sitzen. Mit einem Hocker. Das ist... Finde ich extrem süß. Ich weiß nicht, für was ihr das brauchen könntet. Aber ihr könntet das für irgendwas brauchen, Leute. Deswegen finde ich es einfach nur toll. Ich finde es toll. Und was ich noch extrem toll finde... Weil ich das überhaupt nicht... Also... Theoretisch hätte man das schon irgendwie so, man könnte es theoretisch darüber nachdenken, man hätte es schon vielleicht wissen können, aber ich bin einfach nur blöd und habe es einfach nur nie daran nachgedacht, ich habe nie darüber nachgedacht, Leute. Also es gibt ja hier so ein wunderschönes Wandregal von dem Neonhaus. Leute,
Was ich wirklich nicht wusste und was ich wirklich überhaupt gar keine, also irgendwie, ich hab nie dran nachgedacht, dass diese Sachen, wir können ja die quasi mit einem Haken irgendwie auf die Wand hängen, ne? Das ist ja in Ordnung, das sind so Bilder, die man aufhängen kann oder auch hinstellen kann. Aber man kann sie auch so auf die so Bilder rein. Warum? Hä? Das verstehe ich einfach noch nicht. Aber das ist extrem cooler Hack. Ihr könnt damit richtig viel machen tatsächlich. Und richtig viele Storys vielleicht. Und einfach nur alles Mögliche. Man kann wirklich, guck mal, man kann das hier da drauf packen. Man kann, weiß ich nicht, warte mal, diese Bilder da drauf packen. Hä? Das kann man richtig gut für irgendwas benutzen. Ich weiß jetzt nicht für was genau. Aber kann man trotzdem. Und ich habe es ja euch schon mal, glaube ich, mal gezeigt, dass man quasi auch noch Toilettenpapier da drauf hängen kann. Also das wusste ich tatsächlich. Das wusste ich und das möchte ich jetzt euch mal auch mal zeigen. Man kann Toilettenpapier nicht unbedingt, das ist Geld. Also es ist Geld und Geld kann man da drauf packen. Toilettenpapier, glaube ich, ist, warte mal. Kann man auch Toilettenpapier da drauf packen? Nee, nur Geld. Kein Toilettenpapier, nur Geld, Leute. Toilettenpapier leider nicht, aber Geld da drauf hängen. Das könnt ihr machen. Das finde ich auch extrem komisch und sehr seltsam. Aber Leute, wir machen es trotzdem. Und was ich auch noch... Oh, ich habe jetzt ein Geschenk verpackt. Kann ich die Verpackung... Nee, ich kann die Verpackung nicht verpacken. Schade. Aber man kann doch einfach nur als Geschenk eine Geschenkverpackung schicken. Nee, alles gut. Leute, also, es gibt im Spiel sehr schöne Pferde. Und zweitens, es gibt auch noch andere Gegenstände, die man einfach nur nicht mitnehmen kann von einer Location. Einfach nur, weil die zu groß sind. Man kann die einfach nur nicht mitnehmen. Es ist halt so. Aber Leute, ich habe es, glaube ich, euch schon mal gezeigt. Aber ich zeige es trotzdem nochmal, weil ich finde es extrem gut. Das muss ich einfach nur nochmal zeigen, Leute. Weil das haben wir auch schon oft in unseren wunderschönen Lifehacks gemacht. Nicht Lifehacks, sondern unsere Build-Battles gemacht. Dass wir einfach nur, wir brauchen eine Konstruktion, sage ich mal so. Ich sag mal so, wir brauchen eine Konstruktion aus diesem Kissen. Und aus diesem Geldschein. Aus diesem Geldschein, Luftmatratze quasi. Das brauchen wir für die Pferde. Quasi da drauf können wir die Pferde mitnehmen. Und uns zu uns nach Hause mitbringen. Das können wir so machen. Aber was wir noch brauchen für andere Gegenstände, zum Beispiel ein Fahrrad, was extrem süß aussieht, das zeige ich euch gleich. Da bräuchten wir diese wunderschöne Kiste. Die machen wir auf. Und dann bräuchten wir ein sehr komisches Ding, was ich nicht mehr weiß, was es ist. Ich habe gar keine Ahnung. Aber Leute, was müssen wir erstmal machen? Wir müssen es erstmal verpacken. Es ist ein Geschenk. Das nehmen wir jetzt mit. Mit einem Geschenk drin. So, das hältst du jetzt. Und du hältst das. Du hältst auch das andere. Und wir gehen jetzt mal raus und wir gehen in die andere Location, wo unsere Mutter schön. Also, wo Pferde gibt und wo ein Fahrrad gibt. Also, ein Fahrrad ist, glaube ich, hier. Bin mir nicht sicher. Muss ich nochmal ganz kurz nachgucken, aber ich glaube, ein Fahrrad war da. Ich glaube zumindest, auf jeden Fall. Jawohl, diese Fahrräder sind extrem süß und die könnten auch so gut vielleicht irgendwo reinpassen, aber leider kann man die einfach nur nicht mitnehmen. Also die sind einfach nur zu groß für mich. Aber Leute, wenn man jetzt quasi dieses Ding hier hat, man öffnet das Geschenk, man hat dieses komische Ding in der Box drin und man stellt... Funktioniert das nicht oder etwa, oder was? What? Haben die das gefixt? Ich habe es doch getestet letztens. Nee, doch, es funktioniert. Hui, man muss nur ein bisschen gucken und hoffen, dass es alles passt. Aber das Problem ist, ich kann es gerade nicht mehr mitnehmen. Oh nö. Ach so, ich sollte vielleicht das hier mal wegmachen. Ich nehme es mit und jetzt packe ich. Und jetzt packe ich mein... Ja, es ist richtig tricky, Leute. Es ist extrem tricky. Und wir bräuchten auch ein Pferd. Ein Pferd können wir einfach nur darauf stellen. Das geht easy peasy. Ein Pferd haben wir. Und jetzt gehen wir zurück zu Hause und hoffen, dass wir immer noch unser Fahrrad haben. Ich hoffe richtig, dass ich immer noch unser Fahrrad habe, weil ich möchte ein Fahrrad bei mir zu Hause haben. Ich möchte einfach nur ein Fahrrad bei mir zu Hause haben. Wir gehen jetzt einfach nur in ein anderes Zuhause. Vielleicht ist es leer, vielleicht nicht. Vielleicht habe ich da was gebaut. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir gehen da erstmal hin. Was ist da? Huha. Was ist das? Hab da irgendwas gebaut. Sieht gut aus. Keine Ahnung, was da ist.
Aber Leute, wir hoffen jetzt einfach nur so sehr. Ich hoffe. Okay, Pferd. Das Pferd haben wir. Wir haben das Pferd. Und wir haben ein Fahrrad. Wir haben das Fahrrad. Wir haben ein Fahrrad, Leute. Wir können es einfach nur hier hinstellen. Guck mal, wie süß das ist. Einfach nur in unser Garten. Und ein Pferd können wir natürlich auch in unser Garten hinstellen. Das, wir haben einfach nur ein Pferd im Garten. Wir haben ein Pferd im Garten. Ich finde es mega süß. Und das ist cool. Ich mag das total. Also Leute, wirklich nachmachen, falls ihr wirklich Bock drauf habt. Falls ihr Bock drauf habt, müsst ihr auf jeden Fall das mal tun. Und ich habe noch ein letztes Lifehack für euch, Leute. Weil ich fand es richtig cool und vielleicht für irgendwas wird sich das schon benutzen. Es ist gerade ein bisschen, ich glaube, ein falsches Haus, wo ich das jetzt benutzen möchte. Aber Leute, falls ihr irgendwann mal Schwimmbad oder Aquapark machen könntet oder müsstet oder Bock drauf hättet, dann Leute, ich habe da einfach nur eine sehr schöne Idee für euch. Und zwar, es gibt ja theoretisch diese wunderschönen Häuschen. Es gibt ja so ein Häuschen mit so... Mit so einer Rutsche, das ist ja in Ordnung. Aber Leute, wir können daraus ein Einhäuschen machen, indem wir einfach nur ein Haus in Haus machen. Warte mal, ich muss das erstmal ganz kurz hinkriegen, weil es ein bisschen schwierig ist. Also nicht ein bisschen, sondern schon extrem schwierig. Weil Leute, das muss man schon gucken, dass es alles passt. Und gerade finde ich das irgendwie... Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Aber theoretisch, ich habe einfach nur mal gemerkt, dass es bei manchen, sehr vielen Leuten tatsächlich mal passt, dass man quasi das nicht so ganz hinten machen muss. Aber irgendwie gerade bei mir funktioniert das nicht unbedingt, aber ich finde so eigentlich auch ganz schön. Leute, wir haben jetzt so ein Häuschen im Häuschen drin, aber was das Beste ist daraus quasi, dass man hier packen wir noch bei der Badewanne, können wir hier noch so Planschbecken hin tun. Leute, guckt doch mal einfach nur, wie süß das aussieht. Also das könnte theoretisch wie so ein Schwimmbad aussehen. Also meiner Meinung nach sieht das schon wie ein Schwimmbad aus. Weiß es nicht. Also muss nicht sein, sieht für mich aber so aus. Und guckt doch mal, Leute. Also das ist für mich ein richtig cooler Schwimmbad. Doch, ich finde, es sieht richtig schön aus. Deswegen... Das könnt ihr doch auch mal testen. Vielleicht noch mit einer Dusche oder so. Kann man auch irgendwo hier packen oder so, damit es auch noch ein bisschen spaßiger aussieht. Sagen wir mal so. Spaßiger. Versuch mal vielleicht hier die Dusche, so eine schöne Dusche hinpacken und so eine schöne Dusche. Vielleicht sollte ich mal vielleicht ein bisschen Hintergrund an das machen, weil mit so Spinnenweben ist es so ein bisschen, sag ich mal so, nicht wirklich angenehm sieht's aus, ne? Aber Leute, wenigstens sieht es cool aus. Okay, ich glaube, sowas könnte tatsächlich sehr gut passen zu einem Schwimmbad, oder? Und dann vielleicht sowas. Oder? Oder sowas. Richtig cool, Leute. Und natürlich, wir machen einfach nur... Oha! Also, wir haben ja schon mal so quasi ein Build-Battle-Tournament gemacht, wo ich einfach nur ein Haus gebaut, also ein Haus, ein Schwimmbad gebaut habe. Und das sah nicht gut aus. Ja, Leute, das sah nicht gut aus. Also, das war wirklich nicht so das Beste. Nicht das Beste, was ich jemals wirklich getan habe. Deswegen packe ich jetzt einfach nur mal hier noch ein bisschen so schöne Bubbles rein, damit es auch noch schön ist. Guckt doch mal, Leute, vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir machen ein bisschen mehr, einfach nur, weil es schön ist. Bubbles. Und vielleicht hier auch noch. Bubbles. Und vielleicht auch hier. Also, ich meine... Ich sollte es vielleicht erstmal anmachen. Jetzt kann ich es nicht mehr wegtun. Schade. Aber so? Oha, also ich persönlich, ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Man könnte theoretisch hier noch irgendwas reintun, was so... Aha. Oha, Leute. Das ist wirklich gerade... Also ich persönlich finde es gerade so richtig... Sieht richtig schön aus. Also ich persönlich finde, das sieht jetzt schon danach aus. In so einem schönen... Also vielleicht nicht in diesem Haus. Aber Leute, könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Warte mal, vielleicht versuche ich noch als Hintergrund ein bisschen anders. Das könnte doch auch nach einem Schwimmbad aussehen, oder? Vielleicht das hier. Das sieht doch danach aus, oder Leute?
Ja, also wenn ihr so meint, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch weitere Videos, so Lifehack-Videos von mir sehen möchtet. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!